Hallöchen! Ich möchte dir heute zeigen, wie man diesen Aufzug baut, der automatisch nach oben fährt und wenn man oben auf den Knopf drückt, auch wieder automatisch nach unten fährt. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. So, der Regen ist weg und wie man hier sieht, ist die ganze Redstone- und vor allem Schleimblock-Kombination eigentlich gar nicht so schwer. Sieht schlimmer aus, als es ist und wir fangen auch einfach mal direkt an, würde ich sagen. Als Grund nehmen wir einmal einen Immovable Block hier. Ich nehme wieder Grundgestein. Du kannst auch Öfen nehmen, wie du möchtest. Daneben kommt ein Observer, der hier in unsere Richtung zeigt. Also Pfeil in diese Richtung, beziehungsweise der rote Bobble zu uns. Darauf kommen zwei Schleimblöcke, wie man hier auch unschwer erkennen kann. Jetzt brauchen wir Sticky Pistons. Eine muss nach oben zeigen. So, die andere nach unten. Also rauf, runter, vollkommen egal. So, nicht vollkommen egal. Muss eine nach oben, eine nach unten. Darauf kommen wieder zwei Schleimblöcke. Jetzt einmal eine Sticky Piston. Darauf zwei Schleimblöcke, so. Und jetzt tun wir davor. Wir holen uns immer hier gerade die Materialien. So, zweimal einen Wollblock. Das ist dann schon die Ebene, die gleich rauf und runter fährt, auf der du dann stehen kannst. Jetzt gehen wir noch hin. Ja, nicht T, sondern E. Und holen uns Teppich. Gelben hier, um einfach hier die Schleimblöcke zu verdecken, sodass das schöner aussieht. So, jetzt gehen wir hin und machen hier einmal komplett drumherum wieder Immovable Blocks, so dass die Schleimblöcke nichts mitziehen. Das Ganze können wir jetzt eigentlich hier auf dieselbe Höhe wie hier ziehen. Wir holen uns hier mal eine, hier eine Hilfslinie, dass wir sehen, dass das auf derselben Höhe ist. Ich möchte das hier gerne auf derselben Höhe haben. Du kannst das so hoch bauen, wie du möchtest. Das bleibt dir überlassen. Also das kannst du theoretisch einfach so bis zum Maximalcap hochziehen. Wir hauen das jetzt hier mal schnell voll. So, mach das mal gerade. Wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. So, da sind wir wieder. Das ist dann auch schon unser Aufzugsschacht. Wir haben es jetzt, wie gesagt, hier so hoch gemacht. Du kannst das so hoch bauen, wie du möchtest. Ist vollkommen egal. Als nächstes bauen wir den Mechanismus, den wir hier unten sehen, um hier den Knopf zu benutzen. Dazu nehmen wir wieder einmal die gelbe Wolle, einfach um das Ganze besser darzustellen, dass du das dann auch siehst. Gehen dann von der Höhe hier 1, 2 hoch. Heißt, auf diese Höhe hier 2 über der Wolle. Jetzt brauchen wir einmal die Glowstone-Lampe. Die kommt nämlich hier drunter. So, auf eine Höhe darüber. Jetzt brauchen wir einen Observer. Der soll nach unten zeigen, oder was heißt soll, muss nach unten zeigen hier. Direkt darunter kommt eine Sticky Piston. Hier müssen wir jetzt auch noch Observer hinpacken und zwar einmal hier. So, und bevor wir das jetzt alles hier verbinden, habe ich vergessen, ganz wichtig, hier einen Block reinhauen, einen Immovable, damit das Ganze nicht ausgelöst wird. Sonst verschiebt sich gleich alles, dann können wir den Käse neu machen. Das wollen wir natürlich nicht. So, also zwei hin, der kommt wieder weg. Der muss nämlich auch in diese Richtung hier zeigen. So, also der Pfeil muss hier drauf zeigen. Jetzt können wir den wieder wegmachen. Hier unten muss auch noch einer hin. Weg. So, ich gehe mal runter hier, dass ich das ordentlich machen kann. So, jetzt sehen wir schon, zeigen beide rein. Sehr gut. So, jetzt machen wir weiter hier. Und zwar brauchen wir jetzt wieder Wolle. Heißt, zip, zip, zip. Hier kommt erstmal noch ein Observer dran. Na, so, und dass der in unsere Richtung zeigt. Jetzt. Hier kommt einmal Wolle hin und jetzt müssen wir hier unten noch so eine, nicht da, sondern hier was anbauen, denn hier muss das auch drunter, dass du zweimal Wolle vor dem Observer hast. Jetzt gehen wir hier oben hin auf die Wolle, machen einfach einmal Schienen drauf. Hier einmal Redstone, einen Repeater mit 4 Ticks. Und das ist schon die Apparatur, mit der wir gleich hier unseren Aufzug rufen. Jetzt geben wir uns noch gerade einen Knopf holen hier wieder. So, hauen den hier dran und machen mal gerade noch hier unsere Plattform davor, dass wir ein bisschen zum Stehen haben. So. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir das hier vor wieder verkleiden. Das werde ich wieder gerade schön machen. Hier vor kann man dann auch Glas machen, muss man nicht. Also, wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. So, da sieht das Ganze doch schon direkt viel, viel schöner aus mit der Glasfassade, oder? Jetzt gehen wir hier oben hin, machen hier auch einmal wieder so 3 Stück als Plattform, wo der Aufzug ankommen soll. Jetzt müssen wir hier oben unsere Station bauen, wo der Aufzug dann ankommt. Das heißt, die Plattform von unten, die wird gleich genau hier bei diesen 4 Blöcken stehen bleiben. Deswegen bauen wir hier jetzt wieder einmal so
schön Obsidian drumherum. Hier musst du das nicht mehr zwingend machen. Hier kannst du jetzt Blöcke nehmen, welche du möchtest. Ich nehme jetzt hier nochmal Obsidian. Jetzt mache ich hier eine Reihe mit anderen Blöcken hin, einfach um gleich zu sehen, wo der Knopf hinkommt, beziehungsweise wo der Knopf ist. So, deswegen mache ich das andersfarbig. Wie gesagt, die kannst du jetzt bauen, wie du möchtest. Jetzt machen wir noch so ein Dach drauf. Zack, zack. Also so eine schöne... Schön unseren Aufzug haben. Jetzt brauchen wir wieder einen Knopf. Den holen wir uns mal gerade wieder. Ich habe keine Lust, darunter zu hüpfen. So, einen Knopf. Sehr schön, denn der kommt genau hier hin. Und jetzt bauen wir hinten dran die Apparatur, die wir hier auch schon so leicht sehen, mit der wir gleich den Aufzug wieder runterfahren lassen. Dafür brauchen wir zum einen Slabs. Nehmen wir uns mal gerade. Jetzt siehst du nämlich, wir wissen genau, hier hinter ist unser Knopf. Jetzt gehen wir eins hier drunter auf der oberen Seite, machen zwei Slabs hin. Da kommt zweimal Redstone drauf. Jetzt brauchen wir eine normale Piste, die kommt hier drunter. Dann brauchen wir, zack, einmal einen Redstone-Block. Der kommt jetzt 1, 2 auf die zweite Ebene. Heißt, der erste wird weggehauen. Hier hinter brauchen wir wieder flupp, einen Immovable-Block mit einem Repeater drauf, der an die Wand zeigt. Jetzt nehmen wir unsere Schleimblöcke. 1, 2, 3 Stück dahinter. Wir dürfen nicht vergessen, wie man hier drüben auch sieht, schön, hier in die Mitte noch einen Observer zu setzen. Ich mache jetzt hier mal Platz, damit wir da besser drankommen und nicht eine halbe Stunde rumwuseln müssen. Heißt, so, der muss wirklich hier rein zeigen in der Mitte. Gehen wir gerade mal wieder raus, machen das Loch zu. Dip, 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 dip. So, das ist Teil 1. Teil 2 ist eigentlich auch ganz easy. Man sieht es hier, das ist eine normale Piste. Ich vertue mich da auch immer. So, also eine normale Piste muss hier hin. Machen wir wieder einmal frei, hauen die weg, so dass sie nach oben zeigt, nicht zur Seite. Die untere kann wieder weg. Tada! Jetzt können wir eigentlich nur noch so zickzack bauen oder müssen zickzack bauen. Nämlich Immovable Block. Wie man sieht, Immovable Block, Sticky Piste, Immovable Block. Also ist eigentlich ganz easy. So, hier unten noch ein Immovable Block hin, nicht da, sondern hier. Dann können wir hier einen zur Hilfestellung bauen und da gerade unsere Sticky Pisten draufsetzen. Der kann wieder weg. Jetzt müssen wir hier nur noch einmal Redstone drauf und hier wieder eine Schiene drauf. Das ist unsere Apparatur, mit der wir den Aufzug wieder nach unten schicken können. Wenn wir jetzt nichts verkehrt gemacht haben, sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Ich mache mal gerade wieder Tag, so dass es hier vorne ein bisschen heller ist. Wir gucken mal, fallen natürlich direkt komplett daneben, super. Hauen den Block hier weg und jetzt bin ich gespannt, ob es klappt oder nicht. Oh, er fährt schon mal hoch, wunderbar. Wunderbar, da ist unser Aufzug. Sehr gut, oder? Wenn ich jetzt hier drauf drücke, fährt er wieder runter. Uhu. So muss das sein, so muss das sein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir probieren es nochmal hier. Fahren mit. Nicht, dass wir hier irgendwo hingeschossen werden oder uns wehtun. Wir sind oben. Cool. Bis in der zweiten Etage. Wie gesagt, du kannst das bis zum Block-Cap bauen, wie du möchtest. Drücken drauf. Fahren wieder nach unten. Deswegen auch hier das Glas. Wir sehen ein bisschen was und können nicht runterfallen. Zack. Das war's. Juhu. Cool, oder? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sage, ciao mit V, bis zum nächsten Tutorial, euer Ede.